Hi Leute, hier ist wieder eure Skaldorissa zu einem neuen Part von Pokémon Kolosseum. Im letzten Part haben wir das dritte Areal des Duellbergs gemacht und in diesem Part machen wir das vierte Areal und das wird definitiv das letzte Areal. Zumindest, wenn sich jetzt die Levelkurve drastisch verändert und jetzt alle nur noch auf 30 sind und gar nicht bis 40 hochgehen. Dann mache ich vielleicht noch das fünfte, aber ansonsten ist das hier das letzte Areal des Duellbergs, das ich jetzt erstmal mache. Und ja, wow, hier beginnt Areal 4, Lust auf einen kleinen Kampf. Es sieht ja hier sehr interessant aus und Business Lady Beauty. Ah, jetzt sehen wir hier so andere Leute und der Hintergrund hat sich verändert. Jetzt geht das langsam so in die, bei der ganzen Lava fällt mir nur ein Satz ein, es geht in die heiße Phase. Entschuldigung, ich weiß, der war schlecht, aber oh, der musste sein. Die Musik deutet auch so an, dass es langsam so in eine etwas heißere Phase geht. Das ist super. Sowas freut mich natürlich. Das heißt, ab jetzt werden die Kämpfe eine große Herausforderung. Und das wird auch wahrscheinlich das Areal sein, wo ich die meiste Zeit trainieren werde. So, Finte. Finte. Naja, wir werden ja nach dem Kampf, soweit ich mich erinnere, sowieso geheilt. Daher keine große Sache. So, nochmal Flügelschlag, nochmal Body Slam und dann sollte die Runde auch schon erledigt sein. Oder. Ach, ich habe schon. Das habe ich auch schon. Das habe ich ständig in diesem Let's Play. Ich vergesse immer nachzugucken, wie viele Pokémon mein Gegenspieler hat. Das ist furchtbar bei mir. Ich vergesse das ständig. Ganz schlimm bei mir. Ja, und Bummels, oh nein, Wunschtraum. Wir müssen diese Runde den Kampf beenden. Sonst werden die Pokémon geheilt. So, Flügelschlag, Body Slam, diesmal tausche ich. Und das sind nur zwei Pokémon, das ist gut. Aber die werden viel Erfahrungspunkte geben. Bei Level 31 und so weiter. Und, oh nein, Amis, oh nein, nicht das Ami Togepi. Oh, das sah so niedlich aus gerade. Und yeah, Hyrule erreicht Level 37. Wenn sie Level 38 haben, tausche ich sie aus. Dann kommen die nächsten an der Reihe. So, oh nein. Oh doch. So. Jetzt habe ich doch glatt verloren. Streng dich weiter an auf dem Weg nach oben. Und, na klar doch. Und, wow. In der ganzen Lava-Umgebung, ja, auch zum nächsten Posten. Entschuldigt, wenn etwas im Hintergrund laut ist. Sieht das aus, als wenn er einen schwarzen Mantel trägt. Das sieht ja mal richtig geil aus, was? Ich habe in der Prima-Arena von Fennec meinen Abschluss gemacht, und zwar mit Bestnoten. Psst. Bitte. Bestnoten. Ich habe mit Summa Cum Laude abgeschlossen. Obwohl, ich habe den Arena-Leiter noch nicht erledigt. Den muss ich ja auch noch machen, der ist auch noch Teil der Trainingsrunde. Der ist sozusagen Teil der Trainingsrunde, wenn ich mit allem fertig bin und meine Pokémon ein exzellentes Level erreicht haben. Zumindest so, wie ich mir das vorstelle. Also wenn die Pokémon so Level 40 sind. Also ihr werdet auch einen Teil des Trainings auch wirklich nicht sehen. Nur halt, solange ich die Areale zeige, will ich halt noch nicht außerhalb der Parts trainieren, weil mir das halt ziemlich doof vorkommt. So, hast du noch ein Pokémon? Nee, sieht nicht so aus, ne? Dann haben wir das sowieso so gut wie erledigt. Ja, der bleibt noch eine Runde. Okay, nächste Runde ist der Kampf zu Ende. Und, oh, arme Hyrule. Aber das kriegst du hin. So, nochmal das Gleiche und dann haben wir das eigentlich schon geschafft. Ja. Dodo ist erledigt. Und wie, du findest das nicht spitze? Ich finde das spitze, was du geleistet hast. Du hast mir wunderbare XP zugescheffelt. Danke sehr dafür. Nein, du musst nicht zurück in die Prima Arena. Na gut, gehen wir weiter. Du siehst stark aus. Ja? Maliki. Poke Senior. Dann kämpfen wir mal gegen dich. Okay, du hast einen Nahtu und einen Krebskor. Und ich glaube, du hattest auch noch mehr Pokémon. Sehen wir ja gleich. Zumindest, wenn das noch ein bisschen dauert.
So, erstmal alle Pokebälle reinschmeißen, damit alle in Position sind. Ne, das sind die einzigen Pokémon. Gut, dann würde ich sagen, Flügelschlag auf Natu, Rasierblatt auf beide. Wegen Krebskorb. Ja, Natu wird jetzt erstmal geschwächt. Der Kampf wird wahrscheinlich 2 bis 3 Runden dauern. 2 Runden. Ich mache das daran fest, auf eine Attacke. Okay, natürlich immer unter der Prämisse, dass alle Attacken klappen und nichts daneben geht. Oder kein Crit kommt. Ja, 2 Runden. Nächste Runde kriegt dann Natu alles ab und dann hat sich das schon erledigt. So, Kraftreserve. Kommt jetzt auf den Typ an? Kein effektiver oder ein neutraler Typ. Das ist okay. Dann jetzt einmal Rasierblatt und dann noch Flügelschlag. Obwohl, das ist jetzt eh schon erledigt. So. Nee, aber bislang bin ich wirklich vom Duellberg begeistert. Und dass man jetzt auch sozusagen in das Innere des Berges geht, das sieht richtig cool aus. Wirklich, das sieht sehr geil aus. Ich finde auch die Lava ziemlich cool dargestellt. Durch mein Training kann ich stärke Kämpfer auf den ersten Blick erkennen. Ja, und im Übrigen, ich finde das auch so richtig cool mit den Rauchwolken. Okay, die Lava sieht ein bisschen zu sehr nach Wasser aus, aber es sieht cool aus. Von Zeit zu Zeit ist es auch nett, gegen Jüngere zu kämpfen. Oh, da haben wir wieder ein Ümchen. Gloria. Wow, mal ein normaler Name. Gloria. Das ist so ein normaler Name. Das freut mich. Das freut mich richtig, einen normalen Namen zu sehen. So, Perlu und Abra sind unsere Gegner. Na, das ist jetzt nicht sonderlich das Problem, würde ich sagen. Ja. Das sind auch ihre einzigen beiden Pokémon. Ich denke, Perlu wird eine ganze Menge durch das Rasierblatt fressen. Also mache ich den Flügelschlag gegen Abra. Und dann Rasierblatt auf die beiden. Ja. Der Kampf ist in der nächsten Runde entschieden, spätestens. Und Abschlag. Abschlag war doch mit Itemklau, oder? Gut, dass Svenko keins trägt, soweit ich mich erinnere. Ja, Abra ist erledigt und oh, armes Abra. Ich finde übrigens die Animation von Abra sehr seltsam. Das wackelt so hin und her, als wenn die Körperteile nicht miteinander verbunden sind. Das ist irgendwie leicht gruselig. Und... Och nö. Gib mir mein Item wieder. Was soll denn das, blödes Perlu? Gib her, gib her. Gib mir mein Item wieder. Perlu ist doof. So. Kämpfen ist gut, aber verlieren macht keinen Spaß. Ja, das kann ich verstehen, Gloria. Deswegen gebe ich auch immer mein Bestes in den Kämpfen und versuche keinen Game Over zu bekommen. Wie wäre es demnächst mit einem romantischen Abend zu zweit, hübscher? Nein. Ach, im Übrigen, ich dachte gerade, wir sind noch Plattform 32, sind aber schon 34. Wow, wir gehen ja noch schneller voran als im letzten Part. Ja, okay, jetzt sind wir bei Brillentyp Toru. Während im Hintergrund sich wieder einer kaputt lacht und... Oh, hier könnte ich Z-Stein gebrauchen. Lasse ich aber mal. Ich versuche das erst einmal so. Und wenn Svenko mir zu viel Schaden nimmt, dann werde ich Z-Stein holen. So, dann werde ich als allererstes Superschall auf Magnetilo machen. Dann, was mache ich denn? Erstmal Sonnentag. Für den Fall, dass wir eine Synthese brauchen. Oder Z-Stein hierher holen. Damit wir dann Sonnenlicht haben, damit der Flammenwurf mehr Schaden macht. So, Magnetilo wurde dann außerdem noch verwirrt. Das ist sehr gut. Und, Moment, wieso sind die jetzt Level 20? Hat der mehrere? Ich habe es jetzt wieder mal nicht gesehen. Los, schlag dich selber. Mist. Aber nur ein Tackle? Das wundert mich. Magnetilo kann doch eigentlich um die 20er schon ein bisschen bessere Attacken als Tackle. Das ist vielleicht strategisch gedacht. Und wie jetzt? Level 24, Level 23 und der Typ ist im vierten Areal. Interessant. So, dann als nächstes Flügelschlag auf Voltoball. Und dann Rasierblatt. Zuerst will ich nämlich Voltoball rausschaffen,
und Magnetilo schwächen, weil ich immer noch hoffe, dass die Verwirrung mir da einen Teil abnimmt. Und Voltoball kann außerdem noch so eine Dinge wie Explosionen lernen. Okay, natürlich, sowas macht man normalerweise am Anfang des Kampfes. Aber man weiß ja nie, ihr könnt es ja auch bei der guten KI als letztes Ass im Ärmel sozusagen benutzen. Und oh, Level 38, endlich. Das heißt, nächste Runde können wir dann Cupcake wieder nach vorne nehmen. Oder Psyana, ich gucke mal, wahrscheinlich Psyana. Dann haben wir Hyrule und Psyana vorne, das ist dann auch noch eine ganz gute Kombination. So, Flügelschlag, Rasierblatt. Und wenn Hyrule dann fertig ist, nehme ich Z-Stein nach vorne. Oder Cupcake. Je nachdem. Das dürfte ja auch noch im Laufe der Zeit passieren. So, was ist für eine Frische? Ja, du bist auch ziemlich frisch gemacht worden. Entschuldigung. Ich weiß, der Witz war schlecht. Ja, ich werde bis zum letzten Posten vordringen können. Das ist doch logisch. Achso, nee, ich muss Cupcake nach vorne nehmen. Psyana hat ja 38, Cupcake hat das 37. Ah, verdammt, ich muss noch mal ins Menü. Ich will nämlich gucken, wie viele Erfahrungspunkte Cupcake braucht. Oh, viele, viele, viele. Ist ja fast gleich auf mit Hyrule. Na gut, dann auf zu Plattform Nummer 36. Ich bin reich, deshalb kann ich mir alle Items kaufen, die ich will. Oh, Schnöseduck. Duck. Das ist Ironie. Und okay, jetzt werden die Pokémon endlich mal ein bisschen stärker. Level 32 und Level 32. Das ist gut. Gerade auch, wenn wir dann Pokémon vorne haben. Okay, Hyrule ist jetzt nicht die beste Wahl, aber Cupcake ist eine gute Wahl. Stahlflügel auf Tuska, Body Slam auf Knilz. Im Übrigen, ich finde, Knilz hat ein sehr lustiges Design. Und Karpilz finde ich vom Design her sehr cool. Aber es kann auch ziemlich reinhauen. Und oh nein. Arbeitet der etwa mit Vergiftung? Hoffentlich nicht. Okay. Ich glaube, das war gerade Giftstachel und danach noch Tackle. Mhm. So, dann diesmal Stahlflügel auf Knilz, Body Slam auf Tuska. Das sind seine einzigen Pokémon. Das heißt... Na, ich denke mal 3 bis 4 Runden für den Kampf, je nachdem, wie viel Knilz jetzt aushält. Tuska ist sowieso schneller K.O. gegangen, als ich gedacht habe. Könnte was draus werden. Und ich benutze im Übrigen Stahlflügel und nicht Fliegen, damit wir, damit wir nicht eine Runde Wartezeit dazwischen haben, weil Cupcake kann ja noch keine einründige Flugattacke. So, dann jetzt nochmal Stahlflügel und nochmal Body Slam. Hyrule ist jetzt momentan noch ein bisschen schneller. Und damit ist der Kampf zu Ende. Plattform. Das war jetzt 36, oder? Ja, ich glaube 36 haben wir dann abgeschlossen. Läuft auf jeden Fall sehr gut mit dem guten Schnöseduck. Und es ist, welche Plattform nochmal? 36, gut. Ein Sieg kann man sich eben nicht erkaufen. Ja, das stimmt. Es sei denn, du würdest mir genug Geld geben, dass ich mir alles mit Sonderbonbons voll knallen kann. Dann ja. Meine Pokémon sind mir sogar wichtiger als Essen und ein Mittagsschlaf. Oh. Aber ich mag Mittagsschlaf. Nein, im Ernst. Also wenn ich manchmal wirklich gestresst bin und gestresst nach Hause komme, dann ist das eine Wohltat, sich mal eine halbe Stunde aufs Bett zu legen und fernzugucken. Aber nur manchmal, nicht immer. So, hier haben wir jetzt gehabt ein Schlupuck und ein Slimer. Feuer-Odem auf Slimer. Und als nächstes dann Body Slam auf Schlupuck. Ich hoffe, dass das was bringt. Also der Kampf wird wahrscheinlich länger dauern. Alleine wegen Slimer. Weil Slimer, soweit ich mich erinnere, eine ziemlich gute Verteidigung hat. Ja. Und außerdem sind die Pokémon schon 31 und 34. Na, das wird ja langsam sehr interessant. Und war das jetzt Horta? Oh je. Ach nee, das ist Säurepanzer. Ups. Und er ist auch noch jemand, der die Defense boostet. Das ist natürlich
kontraproduktiv. So, dann Body Slam auf Schluppux. Schluppuck, das machen wir jetzt alles nochmal. So, er ist im roten Bereich, das ist schon sehr gut. Aber Slimer wird nicht viel Schaden nehmen. Und oh, Paralyse! Genial, sehr schön. Hoffen wir, dass das gleiche bei Slimer auch noch passiert. Bitte? Ja, oh mein Gott! Sehr geil. Und, Kugelsaat. Die Animation für Kugelsaat ist interessant. Also sieht nicht sehr kugelig aus, aber sehr viel nach Saat. So, noch einmal die gleiche Chose und dann haben wir das Ganze erledigt. Dann ist der Kampf auch vorbei. So. Wunderbar. Einmal umkippen. Ja, ich glaube, wir haben langsam das Areal erreicht, das ich fürs Training brauche. Sehr schön. Ach, und du hieß Tobi. Habe ich gar nicht gesehen. Seht ihr mal, wie wenig ich auf die Trainer achte und eigentlich mich eher auf die Kämpfe an sich konzentriere. Du scheinst Pokémon auch, aber auch sehr zu mögen. Ja, ich mag Pokémon. Deswegen war ich auch deswegen bin ich auch Ex-Knacki, beziehungsweise im Knast war ich nicht wirklich, aber ich bin ein Ex-Verbrecher auf Rehabilitationskurs, in dem ich die Bösen jetzt aufhalte und meine Pokémon trainiere, damit ich die Bösen aufhalten kann. Und deswegen sind wir hier auf Plattform 38 bei Pokémon Kolosseum. Und Seneca, okay, ein Dichter, soweit ich mich erinnere. Zumindest in dem Zusammenhang habe ich den Namen mal gehört und oh, Anorith. Anorith. So, dann... wie fangen wir das Ganze denn mal an? Ich würde sagen, Feuerodem auf Tanzer. Zuerst auf Tanzer fokussieren, falls es sich explodieren lässt. Apropos, ich sollte mal gleich gucken, was die Leiste von Fostelka macht. Ob die sich schon ein bisschen abgebaut hat. Und yo, Volltreffer, sehr schön. Tanzer wurde erledigt. Dann kommt jetzt als nächstes noch Anorith. Und hatte er jetzt noch ein drittes Pokémon? Habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, hat er. Oh, ein Volbeat. Okay. Und Anorith will dann erstmal Elektrizität senken. Okay. Ah, diesmal mache ich Fliegen. Body Slam auf Anorith. Weil Anorith wird nach einer Runde nicht K.O. sein, da bin ich mir sicher. Sogar sehr sicher. Ja, definitiv. Und mein Vater lacht sich im Hintergrund ziemlich kaputt. Keine Ahnung warum. Findet er wohl alles sehr interessant, was ich hier drüben so quatsche. Oder auch nicht. So, dann als nächstes... Interessant, erst hat Cupcake so für so eine Millisekunde in der Luft gestanden und dann hat er angefangen zu fliegen. Sehr cool. So, dann als nächstes Body Slam wieder. Wieder auf Anorith. Ja, und Hyrule muss jetzt natürlich die ganzen Attacken einstecken, weil Cupcake ja in der Luft hängt. So, sehr schön. Ja, Volbeat ist erledigt, sogar mit einem Schlag. Sehr schön. So, Hyrule müsste jetzt ein Level up haben. Ja, super. Und jetzt noch ein Illumisee. Mhm. Ich würde sagen, jetzt können wir auswechseln. Gegen Zetstein. Jetzt kann er übernehmen. Und Hyrule, du übernimmst dann Body Slam wieder mit Anorith. Und vielleicht schaffen wir das dann, alles fertig zu bekommen. Jetzt fängt der auch noch an zu singen. Ich fasse es nicht. Ich hoffe, ihr hört das jetzt alle nicht. Aber ich höre es. Ich höre es durch meine Kopfhörer und das ist schlimm. Und yay, Anorith wurde erledigt. Und es ist schön, dass die Trainer endlich mal mehr Pokémon als nur zwei haben. Hat er jetzt noch eins? Nee, zum Glück nicht. So, dann jetzt als nächstes Flammenwurf auf Illumisee und Body Slam auf Illumisee.
Und solange der Body Slam jetzt kein Crit wird, kann Z-Stein dieses Mal sogar einen richtigen Kill hinlegen, Mann. Also ein Pokémon besiegen. Je stärker wir werden, desto besser. Also wir müssen mindestens um die Level 40 erreichen, um das Training wirklich zu beenden, damit wir im Labor eine Chance haben, meiner Meinung nach. Und selbst dann sind wir noch unterlevelt. Weil teilweise haben unsere Gegner ja schon Level 42, 43 Krypto-Pokémon und normale Pokémon. Aber wenn wir ein, zwei Level drunter liegen, das kann man ausgleichen. Aber so 5, 6 Level, das ist sehr schwer. Da muss man sehr viel nachdenken und sehr strategisch kämpfen. Und das zieht auch alles in die Länge und so weiter. Das ist auch nicht gerade förderlich fürs Pokémon-Fangen. Ja, wie stark bin ich dann erst in deinem Alter? Ja, alles Level 100 Pokémon. Alles Level 100 Pokémon. Wie sich das gehört. Und Ach ja, Hyrule wollte ich ja austauschen gegen Z-Stein. Gut. Ich werde dir jetzt im Kampf zeigen, was ich alles gelernt habe. Okay. Wir treten jetzt an gegen Ass-Trainerin Sheila. Netter Name. Kamauk und Kindwurm. Oh, wir sehen in letzter Zeit ein bisschen mehr Pokémon aus der dritten Generation. Das gefällt mir. Obwohl es ja auch schon in den Kommentaren hieß, die Entwickler haben ein Faible für die zweite Generation. Und Z-Stein hat eh schon gefragt, ja, wann kommen die Potrott? So, Feuer-Odem gegen Kindwurm, weil Drachen-Pokémon und dann Steinwurf gegen Kamauk. Scheint mir doch sehr effektiv zu sein, ja. So, damit wurde Kindwurm erledigt. Oh, und Z-Stein hat sogar schon fast wieder sein Pensum abgearbeitet. Das ist ja toll. Dann kann ich ja gleich wieder Psyana nach vorne holen. So, eine Attacke. So, dann jetzt nochmal Feuerodem und nochmal Steinwurf. Weil ein Flammenwurf hätte jetzt nicht so sonderlich viel gebracht bei Kamauk als Feuer-Pokémon. Deswegen habe ich das dann gelassen und Steinwurf genommen. Aber der Feuerodem, was ja eine Drachenattacke ist, hat ja sowieso schon alles erledigt. So, 310. Und ich muss mal kurz schneiden. Bis gleich, Leute. Da bin ich wieder bereit für Schandtaten. Und wow, Z-Stein hat ein neues Level-Up bekommen. Und oh, die Verteidigung ist endlich mal 100. Wow, krass. Super. Aber das heißt, Z-Stein muss jetzt schon wieder leider seine Position wieder verlassen, weil er hat sehr gut gelevelt und sehr schnell gelevelt. Super gemacht. Und ja, das ging leicht daneben. So, dann tauschen wir mal und wen nehmen wir denn jetzt? Ja, Psyana. Weil wir Psyana lange nicht mehr vorne hatten. Und das jetzt ganz kurz vor dem Arealleiter. Und im Übrigen, wisst ihr überhaupt, warum ich Pause machen musste? Ich habe das doch jetzt so gemacht, dass ich öfter zwischen meinen Parts trainiere und Fahrrad fahre und auch zu regelmäßigeren Zeiten esse. Und mein Vater hat mich dann freundlich darauf hingewiesen, Astrid, Zeit fürs Mittag, so um 3 Uhr nachmittags, weil ich ja meistens erst später aus der Schule daheim komme. Und wenn ich dann keinen Hunger habe, dann verschiebt sich das meistens noch um eine Stunde. Also ich esse meistens so zwischen 3:30 und 3:30. Und da ist der Arealleiter. Ich bin finito. Und jetzt kommt der letzte Kampf im Areal 4. Los, streng dich an. Aber klar doch. Arealleiter finito. Sehr sportlich und sehr bunt angezogen. Generell, die Arealleiter sind bislang ziemlich cool designt. Er hat Nasgenet und Lilieb. Cupcake und Psyana. Das ist auch eine recht gute Aufstellung, glaube ich, für diesen Kampf. So, zuerst Feuerodem auf Lilieb. Psyana, Psystrahl auf Nasgenet. Ja, das ist sehr gut. Ich glaube, er hatte wieder 5 Pokémon oder hat er vielleicht sogar diesmal 6, wer weiß. Keine Ahnung, sehen wir ja dann gleich. Und das ist jetzt entweder ein Igler oder Härtner. Ich glaube, ein Igler. Und Lilie hat mit Erstaunen angegriffen.
nicht gut. So, diesmal tauschen wir die Rollen. Ah, wobei, erstmal mache ich einen Reflektor. Das sollte, glaube ich, auch nochmal helfen für sie. Also für Ea. Psyana ist ein Ea. Für ihn und Cupcake. Das ist ganz gut. So, Nasknik dürfte das nicht überleben. Sehr schön. Und das mit dem Reflektor hätte mir auch ruhig in der ersten Runde anfangen können. So, oh, Cupcake erreicht Level 38. Sehr schön. Und als nächstes kommt Funpi, Level 35. Mhm. Ah, okay, jetzt hat er noch 4 Pokémon. Das heißt also dieses Team und noch ein weiteres Team in der Rückhand. Gut, dann nehmen wir jetzt Feuerodem auf Funpi und Psystrahl auf Lilie. Und ich muss immer noch meiner Freundin danken, die mir die Typen von Lilieb und Anoriz bzw. Almaldo und Vilie aufgeschrieben hat. Allerdings habe ich immer noch nicht im Kopf Lilieb und ich kann jetzt auch gerade nicht nachgucken. Aber ich meine, es ist Gestein. Das eine war Boden, das andere war Gestein. Und wenn Almaldo Boden ist, dann ist das Gestein. Schlicht und ergreifend. Ausschlussverfahren. So, nochmal Feuerodem und nochmal... Na, wobei... Nee, jetzt machen wir anders. Feuerodem, Psystrahl auf Funpi. Weil Funpi dann einfach mehr Schaden abkriegt und das ist, glaube ich, ganz gut für den Kampf. Dann haben wir nämlich das erste Zweier-Team ausgeschaltet und dann können wir uns gleich an das nächste widmen. Oh, ein Rihorn, okay. So, mal sehen, was er jetzt nach Lilieb noch rausholt. Wahrscheinlich jetzt noch irgendwie Anorith oder Almaldo oder sowas in der Art. Wenn er schon Fossil-Pokémon hat. Mal sehen. Nein. Oh. Oh, ein Schmerbe. Ein Schmerbe. Ein böses, böses Schmerbe. Mein Hass auf Schmerbe ist immer noch sehr groß. Deswegen kriegt er die volle Breitseite. Alles auf Schmerbe. Oh, es ist nach einer Attacke tot. Na super. Hätte ich mir gar nicht die Mühe machen brauchen. Gut, das ist jetzt sein letztes Pokémon und wir haben kaum Schaden genommen. Super. So. Haben wir das erledigt und jetzt nochmal das gleiche, nur beides auf Rihorn und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir das vierte Areal des Duellbergs abgeschlossen, ohne Probleme. Und ich glaube, ich habe somit auch das richtige Areal zum Trainieren gefunden. Die unteren Areale nehme ich wahrscheinlich für Krypto-Pokémon, wenn ich sie dahin führen möchte, vernünftig zu, also die Leiste runterzubekommen, wegen Furio-Modus und so weiter. Und die oberen Areale für die richtigen Pokémon. Du bist ein guter Kämpfer. Ich frage mich, wie weit du es noch bringen wirst. Los, hol dir deine Poké-Coupons in der Station. Aber gerne doch. Sehr gerne doch. Gut, dann reden wir mal mit dir. Glückwunsch, du hast Areal 4 gemeistert. Nun, hier sind die Pokémon-Coupons. Oder Poké-Coupons als Belohnung für deine Siege. 600, wow, ich habe jetzt über 1000. Und stopp. Beim nächsten Mal, ja, ja, bla bla. Nein, noch nicht in die Lobby bringen, weil ich möchte noch reden. So. Jetzt der Status. Nach 4 Parts unerbittlichen Trainings haben wir zumindest diese Pokémon ein wenig hochtrainiert und hochgezogen. Wir haben ihnen Liebe und Vertrauen entgegengebracht und sie haben ihr Level erhöht. Durch diese ganzen großartigen Kämpfe, die wir gemacht haben und, Fostelka macht keine Fortschritte. Na egal. Das liegt daran, dass wir es nicht im Kampf eingesetzt haben, sondern nur damit rumgelaufen sind. Das senkt natürlich nicht so sehr die Leiste wie selber kämpfen und aus dem Furio-Modus holen und so eine Geschichten. Nun denn, ich würde sagen, ich beende hier den Part. Und ich würde sagen, im nächsten Part werde ich wahrscheinlich nicht mehr hier sein, weil ich habe Angst, dass das nächste Areal dann tatsächlich...
Level 40 und höher drin hat und dann ist mir das schon wieder ein bisschen zu hoch. Das bedeutet, ich benutze das hier lediglich jetzt zum Speichern und dann werde ich wahrscheinlich ein wenig offscreen trainieren. Vielleicht auch nicht. Werde ich mal gucken, was ich draus mache. Und ich würde sagen, im nächsten Part sehen wir dann wahrscheinlich noch ein paar besser trainierte Pokémon. In diesem Sinne, bis dann, Leute!